wenn man beide Spiele zusammen sieht, dann waren wir die bessere Mannschaft. Aber leider sind wir nicht ins Endspiel eingezogen. Das bedeutet für meine Spieler und für mich natürlich eine große Enttäuschung. Wenn man das heutige Spiel sieht, dann war das insgesamt von beiden Mannschaften eine Werbung für den Fußball. Es war ein Spiel auf Weltklasseniveau, überwiegend von uns diktiert. Und Madrid kann sich sicher auch bei Navas bedanken, dass er heute solch eine großartige Leistung gebracht hat, beziehungsweise auch in der Schlussphase noch Chancen pariert hat, die auch nicht immer so selbstverständlich sind. Man hat ja überwiegend gesehen, dass Real Madrid im eigenen Stadion nur auf Konterfußball aus war. Und ja, ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Ich habe es vorhin in der Kabine schon gesagt. Ich habe den FC Bayern in der Verfassung, in der Form schon viele Jahre nicht gesehen.